Hey Leute, ich bin so schön wieder zu Pokémon Weiß Nuzlocke Challenge. So, wir sind ja mitten in der Arena stehen geblieben. Hat unseren letzten Kampf erfolgreich absolviert. War der wirklich so erfolgreich? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ist ja schon eine Weile her. Beleber Supertrank, genau. Denn wir müssen einmal unsere Hanna ein bisschen hochheilen. So, was ist der Plan heute? Ja, mal gucken, ne? Am besten, würde ich mal sagen, gewinnen. Uns den Orden holen. Aber das sieht eher schlecht aus, okay. Ich bereite mich gründlich vor, um noch Leute, irgendwas mit höher. Aber okay. Unwichtig. Irgendein kleiner Nebentrainer. Ja, wir wollen fort zur Arenaleiterin, dessen Name glaube ich gar nicht einfällt. Oh. Pikulente. Pikulente. Ja, was machen wir gegen Pikulente? Oder eher, was sollte Pikulente gegen uns machen? Ja, Wasserring. Ich meine Wasserring. Ich hatte jetzt nicht vor, mit einer Feuerangriff Pikulente anzugreifen, daher. Ah, nee, au, Wasserring war das, wo er sich heilt, okay. Oh, Daumengarten war, glaube ich, sowas wie Doppeltier. Das wäre ihn schlechter treffen, oder? Wenn unser Angriff sinkt. Er hat unseren Angriff gesehen? Ja, hat er. Ja, komm, wir machen mal Eisspeer. Vielleicht reicht Eisspeer. Aber Daumengarten. Nochmal. Da wir viele kleine Angriffe machen, könnten wir dadurch halt ein bisschen mehr Schaden machen. Ah, es reicht. Volltreffer, sehr schön. An beiden Volltreffer werden die Statusveränderungen nämlich nicht mehr mitgezählt. Ja, wir bleiben drin. Wie gesagt, halt Hanna, Steff und wird noch irgendein, aber mir fehlt gerade schon wer. Also wir hatten auf jeden Fall einige Pokémon dabei, die eigentlich sehr gut hier gegen diese Flug-Pokémon ankommen. Also irgendwas mit so einem Spezialangriff, Spezialverteidigung habe ich gemacht, oder mit der Spezialverteidigung? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist sehr effektiv auf 4 Treffer. Hanna, das kannst du echt sehen lassen. Ich habe hier irgendwie Zaubersteuerung, glaube ich, gerade, oder? So. Oh, der Luftschnitt, der war übel. Also mal gepackt. Ich weiß nicht, was gerade an meinem Kopfhörer liegt. Irgendwie habe ich leichte Soundbugs, glaube ich. Ja. Aber okay. Sollen sie jetzt nicht weiter stören. Ja? Also wir haben Hanna erstmal auf Level 34 gebracht. Wunderbar. Damit würde ich sagen, nehmen wir Hanna mal. Schön, Gaius haben wir auch noch. Ja, und dann tun wir Gaius direkt mal nach vorne. Ich meine, Gaius ist gerade vom Level her am niedrigsten. Aber hat natürlich hier in einer Flugarena natürlich auch super Karten. Daher passt das doch, ja. Heute, ganz cool. Ja, okay, komm ich jetzt nicht dran. Aber heute kam ein neuer Pokémon-Manga an. Richtig nice. Band 3 von X und Y. Noch gar nicht angefangen zu lesen. Ich glaube, ich lese auch erstmal wieder die ersten beiden nochmal, damit ich genau weiß, um was es geht. Und die Manga. Super Dinger. Super Dinger. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Aber ich habe die komplette Weiß- und Schwarzen-Reihe. Und war einfach klasse. Okay, gegen Pikulente ist Gaius eigentlich gar nicht mal so gut. Aber alles Gute bei Gaius ist halt, wir haben Robustheit, ja? Er kann uns nicht one-shotten. Er kann er einfach nicht. Das ist nicht möglich. Darum liebe ich Gaius so, ja? Gaius kann nicht durch einen Treffer sterben. Außer durch die... Wobei die Treffer, die One-Hit-K.O. machen, davon gut dann schon, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist das so? Ich weiß gar nicht. Bei Angriffen, die One-Hit-K.O. ist dann Robustheit negiert? Weil sie töten ja eigentlich mit One. Einfach One. Bam, tot. Naja, ich denke mal schon, dass diese Angriffe dann dennoch funktionieren. Ja, wir bleiben mit Gaius drin. Wie gesagt, er ist immer noch full life. Das heißt, egal was er macht, er kann uns nicht mit einem Angriff besiegen. Es hat keine Wirkung auf uns. Es hat keine Wirkung auf uns, was da eingesetzt. Mein Gott, ich hab's schon weggedrückt. Unwichtig. Reflektor. Wobei, Reflektor? Reflektor steckte physisch noch. Reflektor war physisch noch, ich würde nicht sagen. Das ist jetzt schlecht. Ja, was soll man sonst machen? Windschnitt. Abgewehrt. Ja.
Ja, aber nichts anderes außer Steinhager. Ist halt Step und ist halt hier wirklich die beste Option, die wir besitzen. Durch das Lichtschild konnte er ein paar Züge länger überleben. Ärgerlich, aber verkraftbar. Gaius schafft es, ihn komplett auseinanderzunehmen. So, ich weiß, dass wir müssen hier auf jeden Fall reingehen. Sonst hätten wir sie zurückgeschossen. Wie nah sind wir denn schon? Nicht nah genug, oder? Da oben wartet sie. Ich glaube noch zwei Trainer. Bam, bam, bam. Das Ziel ist anvisiert. Kein Problem. Ja, und das ist. Boah, Leute, welcher Orden ist das jetzt eigentlich? 1, 2, 3, ich glaube der vierte, oder? Ist der vierte oder fünfte? Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Ist halt schon eine Weile, dass ich gespielt habe, aber dennoch. Sowas sollte man eigentlich wissen. Wie sieht es denn bei euch aus? Die weiße und schwarze Generation, wie oft habt ihr die so gespielt? Ist meiner Meinung nach eine Edition, die ich. Ich habe sie wenig gespielt. Also, die häufigste ist, glaube ich, rot, blau, gelb. Weil ich da die ersten Editionen jeweils alle gespielt habe. Also ich habe blau, rot und gelb gespielt. Und dann nochmal die Remakes. Also Feuerrot und Blattgrün. Auch beide. Also lustigerweise habe ich echt alle gespielt. Aber lag einfach nur daran, dass ich sie bekommen habe. Und ja, keine Ahnung, hat man. Okay, ist ja komisch aus. Habe ich sie einfach alle gespielt, daher hat sich das angeboten. Dann, mal gucken, Silber, Gold hatte ich auch beide. Kristall wiederum hatte ich nicht. Dann hatte ich Soul Silver habe ich mal gekauft, aber erst sehr spät. Aber was ich einfach cool fand, da ich so, ey komm, Soul Silver muss ich mir jetzt mal gönnen. Ich glaube, 6 oder 7 Jahre danach erst. Das Spiel war immer noch schweineteuer. Also Pokémon-Spiele sinken im Preis wirklich so gut wie gar nicht. Warum sich eigentlich immer total lohnt, direkt zum Release zu kaufen. Gedankengut. Habe ich das eben doch gespielt, diesen Spezialangriff und Spezialverteidigungssteiger leider. Gut, dass wir physisch angreifen, ne? Sehr schön, One-Shot. So was lese ich gerne. Mir ist gerade eingefallen, wir haben Elektro-Pokémon im Team. Synthese. Giga-Sauge, Finte, Geduld. Okay, Geduld brauchen wir nicht, daher. Kann Geduld weg. Geduld kann weg, komm. Ich meine, Synthese jetzt. Ja, ist ein guter Angriff, aber. Naja, okay. So. Ab durch den Ring. Und ab durch diesen Ring. Und ab durch den nächsten Ring. Ne, kein Ring mehr. Kein Ring mehr von uns da. Ja. Ah, voll gegen die Wand geklatscht. So. Arena-Time, würde ich mal sagen, ne? Ey, kann ich gar nicht gegen sie kämpfen? Nee, ne? Also, jetzt zurückgehen. Aber, ja, okay, komm. Hehe, ich hab dich schon erwartet. Na, wie ist es der? Das Spezialtraining mit den Kanonen bekommen. Immerhin sind sie der ganze stolze Arena von Pandareua City. Hoffentlich hast du Lust auf mehr, denn jetzt widme ich mir die ganz allein. Bam, 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 bam. Gerardine. Eine Auswahl von Leiterin Geraldine, glaube ich, heißt sie aber, ne? Habe ich mich richtig gesehen, wird sie so ausgesprochen. Level 33, das heißt eigentlich vom Level-mäßig sind wir voll auf dem Stand des Arenenleiters. Mit unserer letzten Steinhage werden wir hoffentlich noch ein Pokémon besiegen können. Ja. Hätte ich vielleicht doch. Ah, vielleicht hätte ich. Hätte ich. Okay, Swanson. Pokémon wechseln. Vielleicht hätte ich doch meine AP aufführen sollen. Aber okay. Aber ich denke mal, Steph, unser guter Stief, wird jetzt eigentlich dieses Pokémon mit einer. Ich habe glaube ich schon Voltwechsel. Habe ich nur Voltwechsel? Ich glaube schon. Aber es ist vielfach schwächer, daher wird ein Voltwechsel dennoch ordentlich Schaden machen. Und die Frage ist, was setzt der jetzt ein? Der Voltwechsel reicht. Easy. Nice. So. So, was rufen wir als letztes? Hannah ist leider angeschlagen. Tiki. Komm, Tiki. Fast noch.
Ja, weiterkämpfen. Wir bleiben mit Tiki drin. Ganz ehrlich, Tiki. Fasersnob. Ich weiß gar nicht, das ist die letzte Weiterentwicklung davon. Ich glaube schon, oder? So, Siedewasser. Vielleicht schaffen wir einen Burn. Ich weiß gar nicht, 30% Chance zu verbrennen. Oder es wird einfach ein Two-Hit. What? What? Okay. Ja, wir sind noch ein Level drüber, okay. Ja, ich meine, der stärkste Pokémon hat es ja eben schon gebracht. Ja, du Gott sei Dank, der. Wow. Der Voltwechsel hat gereicht. Immer wieder erstaunlich, was so ein Zug hier mal Schaden macht. Stepmäßig, ne? 42. War nicht verkehrt. Also wie gesagt, das war eine Arena, wo ich echt gar keine Angst vor hatte. Ich meine, wir haben so viele gute Pokémon dagegen. Du bist ein einmaliger. Was? Du bist ein einmaliger Pokémon-Trainer. Meine Pokémon und ich hatten schon lange nicht mehr solch ein packendes Gefecht. Wir sind jetzt noch völlig aus dem Häuschen verglückt. Hier hast du den offiziellen Orden der Pokémon League. Hoffentlich steht er dir. Ja, also ich fand den Gravetto so packend, da wir hatten einfach perfekte Pokémon gegen ein Team. Und jetzt sehen wir sogar, welcher Orden das ist. What? Das war schon 6. Das war Nummer 6. Ronnie hält von Geraldine, den Jet Orden. Das ist ja kaum zu glauben, bei all den Orden, die du ergattert konntest, gehorchen dir nun sämtliche Pokémon bis Level 70. Und als Zeichen meines Dankes für den grandiosen Kampf eben möchte ich dir diese Technik geben. Welches haben wir denn bekommen? Akrobatik, ja. Das ist in Ordnung. Mein Geschenk Akrobatik ist eine etwas kompliziertere Attacke, die eine große Wirkung entfaltet, wenn das Pokémon kein Item trägt. Gleich dadurch den Nachteil von Pokémon aus, die keine Items tragen. Ach, was ich noch sagen wollte, als ich neulich über den Wendelberg nach Navadio City geflogen bin, glaubte ich aus der Luft die Schurken von wie war noch gleich ihr Name? Ach ja, Team Plasma ausgemacht zu haben. Sie bewegten sich auf die Stadt zu. Okay. Ja. Cool. Ja, ich weiß gar nicht. War jetzt, wie gesagt, ziemlich einfacher Kampf eigentlich, ne? Also hatte ich keine großen Probleme mit. Aber wir hatten halt auch einfach die Pokémon dafür. Und. N? Ihr Trainer zwingt eure Pokémon gegeneinander den Kampf anzutreten, aus denen diese Verletzte hervorgehen. Und das alles nur alles unter dem Vorwand, sie besser verstehen zu wollen. Bin ich denn der Einzige, der das für grausam hält? Aber genug, lass mich einfach mit deinen Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen als mit Menschen. Denn Pokémon belügen dich niemals. Und du bist Brockulus, richtig? Erzähl doch mal, was ist denn Randy für ein Trainer? Verstehe, Randy ist in Aventia geboren und aufgewachsen, lebt dort zusammen mit der Mutter und der Pokédex war der Anlass, zu einer Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Offenbar vertraut es dir voll und ganz, da fällt mir ein Stein von Herzen, wenn doch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten. Dann bräuchte ich die Pokémon gar nicht von ihren Tränen zu befreien und ein jeder Mensch wie Pokémon sähe einer leuchtenden Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Jis benutzt Team Plasma, um zwei besondere Steine in seinen Gewalt zu bringen. Den Lichtstein und den Dunkelstein. Als das legendäre Pokémon einst seine sterbliche Hülle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt eines Heldenherren in einen tiefen Schlaf. Und ich werde ein solcher Drachen-Pokémon aus seinem seinten Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mich als Helden ansehen und mir untertan sein. Warte, ich bin weiß, wir müssten Sekrum kriegen, ne? Mein Traum ist es, die Welt auf die Wege der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer die Dinge mit Gewalt zu ändern sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf die Plan. Und die Leidtragenden sind letztendlich doch nur die unschuldigen Pokémon. Törische Trainer. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen wie wir. Und daher verdienen sie es mit Achtung behandelt zu werden. Also ich finde NX so cool eigentlich. Glaub mir, es zerreißt mir förmlich das Herz zur Verwirklichung meiner Pläne, einen solchen formidablen Trainer wie dich von seinen Pokémon trennen zu müssen. Ich meine, N lebt rein und allein nur für Pokémon, ja? Also ganz ehrlich. Er will eigentlich nur das Beste für seine Pokémon und naja. Wenn es so korrupte Leute gibt wie Team Rocket, Team Flare, Team P,
Plasma und was weiß ich nicht, wie die ganzen Teams heißen, ne? Ist ja verständlich, dass er eigentlich nur alle Pokémon retten will. Aus den Fängen solcher Leute. Und die sind halt auch normale Leute, normale Trainer als absoluter Abschaum an. Ja. Wie gesagt, er will halt nur das Beste für Pokémon. Ich glaube, also ich habe ja den Pokémon-Manga gelesen, da, selbst da zwängt er seine Pokémon ja nicht in Pokébälle, weil er das ja als Gefängnis sieht. Was natürlich verständlich ist. Ich meine, hallo? Hättet ihr Bock, in so kleinen Ball ganz weit rumgetragen zu werden? Ich meine, Pikachu bei Ash hat es ja geschafft, da rauszukommen. Naja. Gut, Leute. Das war's dann für diese Folge heute wieder mal. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann und ciao.